Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden, um duschen zu gehen, in der Hoffnung, dass meine Haare trocken sind, bis ich anfange, sie zu stylen, aber sie sind noch nicht trocken. Läuft super. Immerhin bin ich heute beim ersten Wecker aufgestanden. Das ist auch was. Ich habe eine Tasse Kaffee schon intus und die Tasse Tee, da arbeite ich gerade noch dran. Während ich meine Haare habe trocknen lassen, oder so halb trocknen lassen, konnte ich auch schon ein, zwei Kapitel in Westworld lesen. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile über die Hälfte, also mal schauen, wie es so weitergehen wird. Ich werde das Buch auf alle Fälle auch heute mitnehmen und ja, ein bisschen weiterlesen. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Hauptthema für dieses Video. Ich darf heute beim TikTok-Dreh von Hugendubel mit dabei sein und ich freue mich riesig. Falls ihr es noch nicht wisst, ich arbeite jetzt schon fast ein Jahr mittlerweile bei Hugendubel und habe erst relativ spät mitbekommen, dass Hugendubel auf TikTok, Instagram und YouTube unterwegs ist und Social Media bedingt eigentlich ziemlich viel produziert. Was mega cool ist, ich war nur einfach nicht darauf vorbereitet, weil die Buchhandlungen, bei denen ich zuvor immer gearbeitet hatte, die hatten immer nur Instagram und YouTube und TikTok war eigentlich nie ein Thema. Deswegen habe ich Hugendubel natürlich auf Instagram gefolgt und später erfahren, dass es eben auch noch YouTube und TikTok gibt. Naja, auf alle Fälle ist meine Chefin auf mich zugekommen, weil sie ja weiß, dass ich YouTube-Videos drehe, ob ich nicht vielleicht Lust hätte, auch mal bei den TikToks mitzumachen. Ich war natürlich total aufgeregt und habe gesagt, ja, of course, natürlich. Allerdings sollte ich dann ins Marketing-Team gehen und mich vorstellen und das hat ein paar Monate gedauert und noch die Hilfe von einer anderen Person, bis es dann tatsächlich so weit gekommen ist. Ich hatte dann das Glück, dass einer der Azubis bei uns im Büro war und dort für eine Woche mitgeholfen hat und die Person ist eben auch bei den TikToks mit dabei und ohne die wäre das wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen, weil ich hätte mich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht vorgestellt und bin deswegen wahnsinnig froh, dass er für mich die Initiative ergriffen hat und das gemacht hat. Ja, und jetzt sind wir hier. Gestern habe ich dann die Chefin der TikToks vom Double auf dem Gang angesprochen, ob ich vielleicht einspringen könnte, weil ein paar Leute im Urlaub sind, andere krank sind und ihr die Leute ausgehen. Und ja, ich bin mega aufgeregt und ich freue mich und ich bin happy. Damit ich heute nicht ganz so aufgeregt vor der Kamera bin, dachte ich mir, ich fange einfach schon in der Früh an. Vielleicht vlogge ich das Ganze und wer weiß, vielleicht lade ich das auch gar nicht hoch. Aber es ist einfach für mich, dass ich ein bisschen weniger aufgeregt bin. Zumal das sich ja auch wahnsinnig unterscheidet von den YouTube-Videos, die ich mache, weil ich bin hier alleine in meiner Wohnung und das kriegt niemand mit, wenn ich mit meinem Handy quatsche und, keine Ahnung, irgendwelche Bücher hochhalte. Aber dort macht man das ja, während der Laden offen ist. Das heißt, die Kundschaft sieht das, die anderen Kollegen sehen das. Und das ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber. Deswegen versuche ich ein bisschen meine Nerven zu beruhigen und nehme euch einfach mal mit. Und damit ich auch noch rechtzeitig fertig werde, sollte ich mal anfangen, mich zu schminken und meine Haare zu machen. Von daher, bleibt dran. Ich habe das Buch, ich habe einigermaßen ein Outfit zusammengestellt, ich habe meinen Rucksack und ja, ich hoffe, es klappt alles. Ich habe mir noch ein anderes Oberteil mitgenommen, nur für den Fall, dass ich mich doch nicht so wohl in dem fühle, aber fürs Erste lasse ich jetzt das mal an und ich habe auch die Tüte dabei, denn ich habe natürlich letztes Wochenende ganz viele Bücher bestellt bei Hugendubel und ich wollte die eigentlich gestern abholen, aber wenn ich heute sowieso im Stachus bin, wegen den Videos, dann hole ich die einfach in dem schon gleich mit ab. Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil sonst verpasse ich die S-Bahn. Also.
Während die anderen jetzt noch drehen, hole ich mal kurz meine Bestellung ab. Ich bin jetzt endlich daheim angekommen. Ich bin so verschwitzt, ich habe keine Ahnung. Und vor allem ist das mit meinen Haaren passiert, was eigentlich immer passiert. Ich mache sie morgens fertig und danach schaut es aus wie jetzt, weil ich schwitze. Ja, ich habe mir ja noch ein, zwei Bücher gekauft und die zeige ich euch jetzt auch nochmal gleich. Ich habe es ja beim Lesemonat schon angekündigt und jetzt ist es passiert. Ich hatte noch ein bisschen Geburtstagsgeld übrig und wollte mir davon auch noch was kaufen. Und natürlich sind es Bücher. Da ich ja heute wegen den Hugendubel-TikToks sowieso im Stachus war, habe ich die Bücher gleich mitgenommen. Fangen wir einfach an. Ich habe mir unter anderem eine kleine Side-Story, und das ist wirklich eine kleine Side-Story, zu der Smoke-Reihe von Jace Wonder geholt. Und es wird nicht wahnsinnig viel sein, weil das Buch ist mega dünn, aber ich wollte es trotzdem haben und lesen, weil mir die Reihe einfach super gefällt. Und falls ihr Cinder noch nicht kennt, dann erzähle ich euch noch kurz, worum es geht. Unsere Protagonistin Cinder ist mit ihrer Freundin unterwegs, denn sie wollen das Land besuchen, das Cinder von ihrer Oma geerbt hat. Jedoch ist ihre beste Freundin eher ein Stadtmensch und möchte Party machen, deswegen gehen sie in den Saloon und treffen dort auf Smoke. Das ist der Bad Boy dieser Gegend und auch der Barkeeper waren die beiden vor ihm. Doch es passieren einige Dinge und vielleicht sage ich die diesmal einfach nicht, damit es ein bisschen spannender ist. Auf alle Fälle kommt es dann unter Umständen dazu, dass Cinder im Gästezimmer von Smoke aufwacht und ans Bett gekettet ist und sie weiß nicht wieso. Falls ihr die Geschichte lesen wollt, das ist natürlich Dark Romance, dann kann ich sie euch nur wärmstens empfehlen. Der Schreibstil ist einfach. Man liest das Buch locker vor sich hin. Nichtsdestotrotz ist die Story einfach cool. Die Protagonisten sind schon ein bisschen älter, also es hat nicht mehr diesen Back-to-School-Vibe wie jetzt die Kingston University-Bücher. Aber es ist auf alle Fälle lesenswert. Dann habe ich mir noch eine Reihe von Jace Wonder geholt, die ich noch nicht angefangen habe. Hunting Angel, ich werde dich jagen. Band 2, du wirst mir verfallen. Und Band 3, fürchte dich vor mir. Und ich freue mich riesig auf die Reihe. Ich habe mir diesmal keine Klappentexte durchgelesen, sondern die Bücher einfach bestellt, weil ich bin mittlerweile so ein Fan von Jace Wonder, dass es mich nicht interessiert, was in den Klappentexten steht, sondern ich einfach lesen möchte. Und deswegen habe ich mir die Reihe jetzt blind gekauft. Auch die nächste Reihe von ihr habe ich mir blind gekauft, und zwar Fallen. Kein Abgrund ist tief genug. Deeper, nicht einmal Angst kann ich retten, Band Nummer 2. Und Band 3, Heart, jede Erinnerung schmerzt das Herz. Und auch hier, ich habe mir die Klappentexte nicht durchgelesen. Ich habe es mir einfach gekauft, weil die von Jace Wonder sind und ich freue mich riesig drauf. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch eine Reihe von Jace Wonder, und zwar Taken Princess, du bist mein. Band Nummer 2, mein Herz ist dein. Und Band Nummer 3, das Ende ist unser. Und auch hier, ich finde die Cover so schön. Also die Cover gefallen mir von allen am allermeisten und ich freue mich voll auf die Bücher. Das war's. Das sind alle Bücher, die ich mir heute bei dem TikTok-Dreh mitgenommen habe. Wie gesagt, ich habe sie ja schon am Wochenende zuvor bestellt. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Spaß das heute gemacht hat. Ich hatte die Zeit meines Lebens. Ab und zu sind auch Kunden auf mich zugekommen, weil sie dachten, ich wäre eine Mitarbeiterin. Das heißt, ich habe ja auch mal als Buchhändlerin gearbeitet. Ich konnte wieder so ein bisschen in meine alte Arbeit hineinfallen und Kunden beraten. Und es war echt wahnsinnig schön. Und auch die TikToks. Ich dachte, ich stelle mich blöder an. Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert, hoffe ich zumindest. Aber gerade diese typischen TikTok-Dinger wie dieses Voice, also
ich habe keine Ahnung von TikTok, ich glaube, man merkt es, wenn man diese Stimmen synchronisiert, also diese Stimmvorlage, ihr wisst, was ich meine. Sowas habe ich ja vorher noch nie gemacht. Ich meine, sowas macht man auf YouTube ja auch nicht wirklich. Aber auch das hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich bin richtig hyped. Ich hoffe, das kommt auch gut an, mal schauen. Ja, man muss aber auch dazu sagen, also keine Ahnung. Mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht. Ich hoffe, man merkt es auch. Ich hoffe, es ist auch einigermaßen was daraus geworden. Mal schauen. Sobald dieses Video online ist, habe ich auch hoffentlich auch auf meinem TikTok-Account mal was gepostet. Denn ich habe es mir vor kurzem mal runtergeladen und habe mir so ein paar Sounds gespeichert. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde, aber ich freue mich riesig drauf. Und ja, mal gucken. Das wird schon irgendwie. Also, ich kann wirklich nicht viel mehr sagen, außer dass die Filiale am Stachus einfach wunderschön ist. Ich bin davor auch immer nur in die Filiale gegangen, weil ich die am allergeilsten finde. Die ist einfach so riesig und man hat da so eine große Auswahl. Also die beste Hugendubel-Filiale, wie ich finde. Ihr könnt mir da natürlich auch gerne widersprechen, aber ich finde die wahnsinnig schön. Und jetzt heute ein bisschen in die Social-Media-Abteilung mit TikTok eintauchen zu können und ein bisschen was zu lernen, das ja, war auch einfach wahnsinnig toll. Also so eine Chance hat ja auch nicht jeder und ich habe echt richtig viel Spaß gehabt. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin richtig happy, dass mein Team und meine Chefin mir das auch erlaubt haben. Und nicht nur das, die haben sich auch riesig für mich gefreut, weil die natürlich wissen, dass ich YouTube mache und dass ich echt gerne mitmachen wollte. Und es war wirklich schön. Also auch schön, dass sie sich so für mich gefreut haben. Und ja, meine Laune heute kann keiner mehr runterbringen. Ich bin so happy. Naja, aber jetzt genug gelabert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.